Oha, Leute! Negative Erdanziehungskraft! Das wird gleich heftig! Macht euch auf was gefasst! Kinder, jetzt wird's richtig brutal! Mach das nächste Mal beim BMG Drive mit dem B das Intro von Spider-Man! Schreibt Red Panda. Moin, Leute! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... BBB, 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 BMG... BBB, BBB, BMG Drive! Ja, Leute, ich bin wieder halbwegs gesund. Oh, Mann. Und wie ihr sehen könnt, werden wir heute ein wenig auf dem Mond mit Gravitas arbeiten. Leute, wenn ihr endlich wieder Bock auf BMG habt, lasst auf jeden Fall ein Like für dieses Video da. Spamt die Kommentare voll mit allem, was ihr mir schreiben wollt. Ich hoffe, da steht eine gute Besserung drin. Wir gehen heute wieder rein in die Crash-Tests. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss geht raus und wir sehen uns drin. So, Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben hier verschiedene Gravitationsgrade. Wir werden uns heute so ein bisschen durch die Gravitation rantasten. Fangen hier natürlich erstmal an mit der Erde. Los geht's, Alter, mit dem Pennermobil. Digga, das Ding raucht ja sogar schon komplett rein. Alter Schwede, guck dir die Scheiße hier mal an. Digga, das Ding hat mehr Rost, Alter, als Peter Rostig. Es geht rein hier. Oh, Leute, das wird wild. Das wird wild. Der Sturz hier dauert sehr lange. Ich würde sagen, wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier die Sonnengravitation einstellen. Wow! Digga! Habt ihr das gesehen? Mondgravitation. Okay, Leute, wir fahren hier mit der Edelgurke einmal rum. Oh, schwierig zu kontrollieren hier der Aal. Wir fahren jetzt erstmal raus hier, gucken mal, wie es läuft und stellen die Gravitation um. Oha! Wir sind jetzt hier mit der Gravitation vom Mond unterwegs. Man kann sehen, das Ding segelt sich hier ein zurecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Man kann sich hier mal so ein bisschen das Auto angucken. Alter Schwede, wusste gar nicht, dass das so aussieht. Mondgravitation, leichter als auf der Erde. Man kann sehen. Digga, geht der Motor noch? Motor läuft noch! Entspannt. Also hier kann man sehen, der Mond hat hier so ein bisschen was, mit dem Motor gemacht. Aber ansonsten, Leute, das Ding sieht doch noch clean aus, oder was? Leute, guck mal hier, 2500, der Zahnriemen läuft noch. Die Karre qualmt ein bisschen, ja, ist gut, aber ansonsten top in Schuss. Bewegen tut sich nur nicht mehr. Mit dem Schulbus zum Mars. Kinder, es geht zur Schule. Wir fahren heute wieder zur Schule und zwar mit Mars-Gravitation. Ich bin echt gespannt, was hier geht. Oha, wir gucken uns das Ganze mal an. Müsst ihr den schnellen Switch gleich hinbekommen. Runter von der Rampe. Gravitation vom Mars ist eingestellt. Oha, oha. Ja. Kinder, da geht noch was? Der Motor läuft auch noch. Also auf dem Mars scheint die Gravitation nicht ganz so brutal zu sein. Guck mal hier, der Bus, das ist doch alles noch okay. Ja, Leute, wir gucken mal, was die Sonne da ausrichtet. Oha, Leute, negative Erdanziehungskraft, das wird gleich heftig. Macht euch auf was gefasst. Kinder, jetzt wird's richtig brutal. Und Sonne, es geht los, die Sonne kommt. Oh, Junge. Digga, was ging denn da gerade ab? Habt ihr das gesehen? War das ein schwarzes Loch? Gucken wir uns mal den Neptun an. So, Leute, Neptun, der große blaue Planet. Wie sieht's denn da aus? Free Candy hier mit der Vergewaltigerkarre. Sind wir schon im guten Go. Und wir fahren direkt mal rein. Oha. Oh, Neptun zieht hier definitiv ein bisschen mehr schon. Das dürfte knallen. Oha, also, ja, Neptun. Oh, okay, okay, okay. Okay, also, yo, Digga, die Tür, Leute, die Tür. Guckt euch mal die Tür an. Was ist denn da schon wieder los? Okay. Ja, okay. Karre werden wir auf jeden Fall nochmal in die Gravitationspresse bringen. So, mein Bester. Hoch mit dir. Schön weit nach oben. Und dann würde ich sagen, Digga, lassen wir das Ding gleich richtig schön runtersäbeln. Die Jupiter-Gravitation, Leute, ist hier auf jeden Fall... Boah, Digga. Leute, mit der Gravitation vom Jupiter ziehen wir hier nochmal runter. Und jetzt! Leute,
Jupiter, soweit ich weiß, ist ein Gasriese und da ist die Gravitation brutal. Das dürfte nicht zuletzt auch an der Größe des Planeten liegen. Also der Vergewaltigerbus auf den Jupiter? Keine gute Idee. Leute, wir werden hier auf jeden Fall nochmal mit dem Formel-1-Wagen die Mondgravitation testen. Ich will sehen, ob das Ding abhebt und ob es fliegt. Wer die Folgen gesehen hat, weiß auf jeden Fall, dass das Teil gern mal durch die Gegend fliegt. Deswegen gucken wir mal, wie es wird. Und wir haben genügend Pace. Das Ding hebt ab. Das Ding hebt ab. Und es fliegt. Und es fliegt, Leute. Es fliegt. Es geht nicht mehr runter. Alter Schwede. Ich glaube, das Ding geht immer weiter. Ja, wie weit werden wir damit kommen? Okay, hier so ganz langsam. Achtung, Sonne. Oh, Baby. Das Ding hat's komplett rausgescheppert. Leute, also, ich glaube, die Karre ist nicht mal mehr 2 Euro wert, ne? Wer jetzt abonniert, dem schenke ich die. Jo, Leute, die Coca-Cola-Lieferung soll hier auch losgehen. Man kann's sehen, wir haben die Tasty Cola am Start. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was wir jetzt tun werden. Ich werde die Gravitation so verändern, dass der Laster segelt. Und im Anschluss, wenn er weit draußen ist, werden wir die Sonnenzerstörungskraft gepaart mit der Gravitationsbombe ausprobieren. Okay. Der Laster kommt hier gerade so raus. Und hoch, mein Bester. Jawohl. Leute, da unten ist der Ersatzreifen. Das wusste ich gar nicht. Ey, wer wusste, dass da ein Ersatzreifen unten ist? Okay, wir lassen das Ding jetzt erstmal richtig weit nach oben fliegen. Und zwar ordentlich. Wir machen mal richtig Stulle. Oh, Alter, man sieht, ne? Es ist nur die Karte. Leute, ich würde sagen, Sonnengravitation rein! Mal sehen, was passiert. Der LKW fliegt ja auseinander, die Cola-Lieferung! Guckt euch die Kamera an. Digga, das Game hat sich aufgehangen. So heftig war das. Oh mein Gott! Mit dem Pennermobil zum Pluto. So, Leute, das Pennermobil ist auch wieder am Start. Ich weiß doch, neue Fahrzeuge und so, aber das Pennermobil, ihr könnt nicht ohne Maschinengewehr, ist auch wieder am Start. Und wir hauen mal den Pluto rein. So, Digga, gönn dir. Ich weiß gar nicht, wie die Gravitation da ist. Also, es sieht so aus, als würde die Gravitation hier leichter sein als auf der Erde. Wir gucken mal, wie der Aufprall ist. Junge, das ist doch gar nichts, oder was? Der Tank ist leicht beschädigt. Kommen wir hier hoch? Oha, Digga. Ich glaube, durch die Maschinengewehre droppen wir nicht runter. Oh, komm. Na gut, Leute. Das regeln wir anders. Let's go, Leute. Wir fetzen runter und gucken uns das an. Digga, der Rahmen. Der Rahmen ist verzogen. Es geht. Das hätte ich niemals gedacht. Leute, also hier, Fahrzeug hat ein bisschen Sonnengravitation abgekriegt. Ansonsten, Motor, Digga, was ist das denn? Junge, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Da öffnet sich ein Portal. What the hell? Was ist das für eine Folge? Wo kommen die Wolken her? Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge von BMG Drive. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schallert mal ein Abo raus. Checkt definitiv noch die anderen Videos hier aus. Vielleicht die letzte BMG-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss geht raus. Denno out.